Der Krypto-AI-Markt boomt. Nach wie vor profitieren Projekte wie Tao, SingularityNet oder Fetch.ai und viele, viele weitere von dem aktuellen Hype, der seit 2023, seit ChatGPT sich auf den Weg zu uns gemacht hat, ja, auch im Kryptosektor Anklang findet. Der Markt boomt und ich habe mich gefragt, wie nachhaltig ist dieses aktuelle Trendthema, dieses künstliche Intelligenz-Narrativ im Kryptosektor? Ich habe mir ein paar Statistiken angeguckt, ein paar Analysen und möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen. Außerdem habe ich ein paar News aus dem aktuellen AI-Coin-Markt für dich und zwar geht es um den Zusammenschluss zwischen Fetch.ai, Ocean und SingularityNet. Von daher dranbleiben, liken, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey! Du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Beginnen wir einfach beim aktuellen Status quo. Und zwar beträgt die Marktkapitalisierung zum Stand des Videos bereits 20,4 Milliarden US-Dollar allein aus dem Krypto- und KI-Sektor. An der Stelle die Performance oder die Marktkapitalisierung lag schon deutlich höher, liegt daran, dass wir einfach gerade momentan auch, wie du hier siehst, einen kleinen Kursrutsch haben, auch was die Gesamt-Market-Cap angeht. Insgesamt ist es aber jedoch so, wenn wir uns rückblickend so seit Anfang des Jahres nochmal die Performance anschauen, dann hat der Krypto- und KI-Markt trotzdem wirklich extremst geboomt. Und zwar sieht man das hier, Sentiment hat es gezeigt und auch hier steht es nochmal im Artikel. Und zwar, wenn man Anfang des Jahres nimmt, dann stieg bis zu diesem 22. Februar der Sektorbereich AI und Big Data durchschnittlich um 7,7%. Ocean und Fetch.ai stiegen ein bisschen noch stärker sogar. Und das ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, die unter anderem in diesem CoinDesk 20 Index abgebildet werden, sind die 20 wichtigsten Kryptowährungen an der Marktkapitalisierung. Im gleichen Zeitraum stieg, und das siehst du hier, stiegen die 20 wichtigsten Kryptowährungen abgebildet in diesem CoinDesk 20 Index nur vergleichsweise um 2,68%. Also, was ich dir hiermit zeigen möchte, es gab schon seit Beginn des Jahres eine extreme Outperformance dieses Sektors, was einfach für ein gesteigertes Interesse an KI-Coins widerspiegelt. Und ich hatte das auch mal bereits im Anfang März ein bisschen heruntergebrochen. Das war dann die Phase, als sich Bitcoin seitwärts bewegt hat, gab es tatsächlich einfach eine Rallye erstmal im Meme-Sektor und dann gab es eben einen Shift hin zu den AI-Coins, woraus sich dann einfach sehr starke Top-Gainer entwickelt haben. Und was du hier siehst, ist vielleicht auch nochmal, wie dieses AI-Narrativ gehandelt wurde in der letzten Zeit. Wir haben hier Daten vom 1. September 2023 bis Ende Februar 2024. Und was Coinbase in diesem Fall festgestellt hat, war, dass immer dann, wenn Bitcoin seitwärts oder sogar negativ gehandelt wurde, also eher schlechter performte, im Vergleich dazu gerade eben die KI-Coins positiv eine Aufwärtsvolatilität erlebt hatten, also was einfach auch dann stark zum Hochtraden genutzt worden ist. Ja, als nächstes habe ich mich gefragt, wie groß ist denn der KI-Markt eigentlich? Also jetzt mal unabhängig von Krypto. Auch hier habe ich mir einen Bericht angeguckt, einen Report, und der hat geschätzt, dass der weltweite KI-Markt, von 2023 bis 2023 jährlich um plus 37,3% wachsen könnte. Und damit wurde der Markt insbesondere schon letztes Jahr 2023 auf ca. 196 Milliarden US-Dollar geschätzt. Anwendungsfälle insbesondere in der Werbe- und Medienbranche 2023. Man hat aber in dem Report auch festgestellt, dass auch der Gesundheitssektor in den nächsten Jahren, also hier sind wir ein bisschen wieder in der Nachhaltigkeitsperspektive, einen Aufwind, was KI angeht, erleben wird. Aber auch im Finanzsektor, Thema Datenanalyse, Risikomanagement, wird zunehmend nach KI gefragt. Und hier siehst du das nochmal, gerade im Gesundheitssektor wird ein Ticken zunehmen. Sehr beliebt ist momentan schon die Nachfrage von KI im Bereich Advertising, also
Werbe- und Medienbranche. Als nächstes zeige ich dir mal, was die Analysten von JP Morgan zu diesem wachsenden KI-Trend sagen möchten. Und zwar haben die befragen jedes Jahr institutionelle Investoren, was sie glauben, was für Trends und Themen die Welt beschäftigen werden, was die für einen Impact haben werden. Und in Bezug auf Technologie hatten festgestellt, das siehst du auch hier, finde ich richtig krass, dass einfach der Anstieg, dass jetzt mittlerweile 61% der befragten Händler davon ausgehen, dass künstliche Intelligenz, also maschinelles Lernen, in den nächsten 3 Jahren den größten Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft des Handels haben wird. Das ist ein Anstieg um 8% im Vergleich zum letzten Jahr. Und im Vergleich dazu sank im Grunde die Meinung des Impacts, was die Bedeutung von Blockchain-Technologie angeht, auch wieder, und zwar von 2023 auf 2024 von 12% auf jetzt mehr nur noch 7%. Als nächstes möchte ich dir auch von JP Morgan einen weiteren interessanten Artikel zeigen. Und zwar ist generative KI ein neuer Zyklus. Der Artikel kam raus Anfang April 2024, also gar nicht so lange her. Und fürs Verständnis zwei Begriffe, die ich dir erklären möchte. Generative KI, das ist die Technologie in Bezug auf die künstliche Intelligenz, wo KI selbstständig Inhalte erzeugen kann, also generieren kann. Texte, Bilder, Videos. Mit Zyklus meint JP Morgan jetzt nicht den Bullmarkt- oder Bärenmarkt-Zyklus, wie es im Aktiensektor oder im Kryptosektor der Fall ist, sondern mit Zyklus ist ein Transformationszyklus gemeint. Du kannst dir das ein bisschen wie bei der Erfindung der Dampfmaschine vorstellen. Denn die Dampfmaschine, als die erfunden wurde, war die Geburtsstunde des industriellen Kapitalismus in Deutschland. Als das Internet erfunden wurde, das war für uns ja der Startschuss in die beginnende Digitalisierung. Und hier möchte eben auch JP Morgan verstehen, ist KI etwas, was einen gesellschaftlichen, strukturellen Wandel mit sich bringt, im Sinne von, dass wir auch als Menschen natürlich wirtschaftliche Vorteile davon haben werden, also technologischer Fortschritt, Erhöhung der wirtschaftlichen Produktivität zum Beispiel, aber auch eben Herausforderungen, wie verändert sich dadurch zum Beispiel unser Arbeitsumfeld und so weiter. So. Da hat sich JP Morgan einfach die Frage gestellt, inwiefern KI eben strukturell uns verändern könnte. Das möchte ich dir an der Stelle zeigen. Ich finde, das sind sehr, 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 sehr coole Abbildungen. Du siehst hier, dass um die 2000er-Wende herum hatten wir die Dotcom-Blase. Du siehst hier 2008, 2009, 2010 globale Finanzkrise. Und jetzt in den letzten Jahren konstant bewegen wir uns auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also abweichend von der 75. Perzentile, also immer oberhalb dieser grünen Linie, was darauf hindeutet, dass man sich immer dann bei solchen hohen Abweichungen nicht so ganz klar ist, wie es weitergeht. Also ob es eine strukturelle Veränderung mit sich bringen könnte oder nicht. Also der weite Bewertungsspread, den wir jetzt gerade feststellen, das ist könnte eine Art Indikator sein, daraufhin, dass die Meinungen, was KI in Zukunft angeht, sehr, sehr stark polarisieren. Also die einen sagen, mega krass, ich glaube, dass KI das Thema schlechthin sein wird. Andere sind noch so ein bisschen zurückhaltender. Unterschiedliche Marktmeinungen, aber auch eben daraufhin unterschiedliches Investorenverhalten, was dazu führt, dass wir eben eine große Diskrepanz zwischen unter-, aber auch überbewerteten Aktien, in dem Fall von KI-Unternehmen, bekommen. Und das können wir natürlich auch auf Krypto so ein bisschen transformieren, dass man vielleicht feststellt, okay, KI, Kryptosektor, es gibt möglicherweise gerade eine hohe Diskrepanz zwischen Überperformern und Underperformern, also die unterschiedlich stark bewertet werden, weil einfach niemand weiß, was sich da gerade strukturell am Ende durchsetzt. Und hier zitiere ich dir nochmal, ähnlich wie beim heutigen Trend zur künstlichen Intelligenz begannen die Anleger jedes Unternehmen durch die Dotcom-Brille zu betrachten und zu fragen, wie es mit dem Übergang zu einer Online- und digitalen Welt bzw. der Disruption durch diese Welt zurechtkommen würde. Also auch hier die Polarisierung der Meinung ist sehr stark. Es reflektiert einfach die Unsicherheit, dass sich gerade jeder gefühlt mit KI auseinandersetzt.
aber man noch nicht genau weiß, wie sich die KI eigentlich entwickelt. Als nächstes übertragen wir die KI-Narrative allgemein auf die Frage nach Krypto-AI. Also sind AI-Coins nur eine Blase? Wie schaut es speziell das Narrativ im Kryptosektor aus? Und hier warnt ein Coinbase-Analyst, ich habe dir mal einen Artikel rausgesucht von Mitte März, dass festgestellt wurde in diesem Artikel, dass die AI-Coins immer beliebter werden, dass immer mehr Projekte, ähnlich wie bei der Dotcom-Blase, einfach ganz viele Projekte in diesem Space aus dem Boden gestampft worden sind, wo dann das Kapital reingeflossen ist, also die Bubble hat sich aufgebaut, jetzt ist die Frage, platzt diese Blase? Ja, auch hier kommt der Bericht zu einer Schlussfolgerung, man weiß es nicht, also nach wie vor diese strukturelle Ungewissheit, weil KI sich einfach als Technologie sehr, sehr rasant verändert, es gibt sehr, sehr viele rasante Veränderungen. Man muss erstmal feststellen, wo gibt es nachhaltige, langfristige Synergien zwischen Blockchain und künstlicher Intelligenz. Dementsprechend ist es schwierig, die Projekte einzuschätzen. Letztendlich kommt der Artikel jedoch zur Schlussfolgerung, selbst wenn das jetzt eine Blase wäre, wie lange dauert sie noch, wann platzt sie? Und hier schreibt der Artikel, letztendlich werden sich Preise und Nutzer angleichen. Die offene Frage ist, wie lange es dauern wird, ob der Nutzen steigen wird, um dem Preis zu entsprechen oder umgekehrt. Wir sind jedoch der Meinung, dass ein weiterhin konstruktiver Kryptomarkt und ein sich überdurchschnittlich entwickelnder KI-Sektor eine starke Krypto-AI-Narrative für einige Zeit aufrechterhalten könnte. Also hier, solange man noch nicht weiß, wie es weitergeht und solange sich der KI-Sektor außerhalb der Krypto-Bubble so weiterentwickelt, wird auch Krypto-AI als Narrative aufrechterhalten werden können. Ja, Blockchain, Krypto und künstliche Intelligenz sind beides Technologien, beides quasi große Sektoren, wo aber sehr, 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 sehr viel mehr neue Projekte nachkommen und Lösungen anbieten. Und Gründer von Cardano, Charles Hoskinson, hat auch in einem Twitter-Beitrag vor kurzem geschrieben, dass Krypto und KI ähnliche Wettbewerbs- und Nachhaltigkeitsprobleme haben. Und zwar schreibt er, "The problem with our industry is that we let short-term narratives and carnival barkers dominate the conversation. AI has the same issue." Also, wir lassen es zu, dass wir Kurzzeitnarrative und Marktschreier, ja, den Markt dominieren lassen. Also hier die Anspielung darauf, es gibt einfach sehr, sehr viele Projekte, die überbewertet sind, sehr, sehr viele Projekte, die aber auch gerade unterbewertet sind und man weiß noch nicht so ganz, was ist nachhaltig und momentan dominieren die Marktschreier und das Krypto- und AI-Narrative. Ja, Stichwort Wettbewerbsdruck, wie war es bei der Dotcom-Blase? Es stand eine Reihe von Fusionen an. Und im Krypto- und AI-Sektor ist tatsächlich jetzt Ähnliches, was passiert. Und zwar steht eine Fusion bevor zwischen drei Krypto-AI-Projekten, und zwar Fetch AI, Fed SingularityNet mit dem Argix-Token und Ocean mit dem Ocean-Token. Und die drei planen jetzt eine Fusion zu einer übergreifenden Super-Intelligenz-Allianz. Aufgrund dessen, dass einfach der Sektor sich zu schnell entwickelt, man möchte jetzt in einem Strang ziehen. Man muss gucken, jedes einzelne Startup, dezentrale Projekt muss zurechtkommen und man möchte natürlich auch Marktanteile behalten. Und bisher hat von diesen drei einzelnen Konkurrenten keiner speziell mehr profitiert als der andere. Und deswegen hat man sich jetzt entschlossen zu fusionieren. Das Ganze soll dann zu einem gemeinsamen Token gemerged werden, dem ASI-Token. Und die Allianz hofft somit, zu einem beliebteren Investment für diejenigen Anleger zu werden, um natürlich eben auch noch in diesen künstliche Intelligenz-Kryptomarkt zu profitieren. Der ASI-Token wird dann auf verschiedenen Netzwerken, unter anderem eben Cosmos, Ethereum, Cardano, BNB und Polygon unterstützt werden. Und die Abstimmungstermine sind auf den einzelnen Netzwerken noch, sind vor kurzem zu Ende gegangen bzw. laufen noch. Wie soll das Ganze ausschauen, diese Fusion zu dieser Superintelligenz-Allianz? Man möchte ein plattformübergreifendes KI-Dezentralitätsökosystem bilden. Und zwar wird das Ocean-Protokoll seine Datenverwaltungstechnologie bereitstellen, diese auf Fetch AI, auf der DLT-Infrastruktur integrieren und
Singularity Net wird ebenfalls Expertise und KI-Dienste zur Verfügung stellen. Das Ganze soll eben in einem einheitlichen Ökosystem über einen ASI-Token stattfinden. Zusammengefasst vielleicht nochmal meine drei wichtigsten Erkenntnisse. Erstens, unumstritten ist der KI-Sektor, die Nachfrage nach KI als Technologie enorm. Die Prognosen sind vielversprechend, die Einsatzmöglichkeiten denkbar vielschichtig. Und das führt uns gerade zu dem Problem Nummer zwei, dass die Krypto- und KI-Narrative, genauso wie das KI-Narrativ selbst, schwierig ist zu durchschauen. Wir befinden uns in einer strukturellen Findungsphase. Wir wissen noch nicht, welche Einsatzmöglichkeiten von KI zu unserer Gesellschaft, zu unserem Wandel beitragen können, wo das Disruptionspotenzial zu hoch ist oder was auch wirklich Sinn macht, das so umzusetzen. Und das führt zu meiner Erkenntnis 3, und zwar die Größe, das Interesse, das Potenzial, Erkenntnis 1, die strukturelle Unsicherheit in Bezug auf die Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten von KI und Blockchain und der Vielschichtigkeit, hochkomplex, führt zu 3, dass wir viele Projekte haben, die überbewertet und möglicherweise unterbewertet sind und die aber nebeneinander unter einem Krypto-KI-Narrativ laufen und es deswegen sehr, sehr schwierig ist, den richtigen Coin, das richtige Projekt zu finden. Das wollte ich dir an der Stelle auf den Weg mitgeben. Es ist ein Markt mit Potenzial, aber eben auch mit seinen Tücken aufgrund dieser Komplexität und Vielschichtigkeit und der Unsicherheit, dass man eben gerade von einem Transformationszyklus ausgehen könnte und man nicht weiß, wie das Ganze in den nächsten Jahren für uns ausschaut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das war's. Vielleicht bist du ja in ein KI-Coin, in ein AI-Projekt investiert. Schreib mir doch mal ein paar Gedanken über dein Lieblingsprojekt unter das Video drunter oder was du von dem Krypto-KI-Narrativ hältst. Zukunftsträchtig oder nur ein kurzer Hype für den nächsten Bullrun. Ich freue mich, von dir zu lesen, und bis dahin bleib so fasziniert wie ich von Krypto. Mach's gut. Ciao.